Während im Atrium Soundcheck und letzte Vorbereitung zur Verleihung der 35. Hanse-Merkur-Preise für Kinderschutz laufen, findet im 6. Stock die Pressekonferenz statt. Der älteste Sozialpreis Deutschlands wird alljährlich mit 50.000 Euro Preisgeld an 4 Initiativen vergeben. Seit 1980 konnten bereits 3.200 Bewerbungen 145 Preise entgegennehmen und ein Preisgeld von über 1,1 Millionen ausgeschüttet werden. Der diesjährige Hauptpreisträger Champions ohne Grenzen kommt aus Berlin und bietet Fußballtrainings für geflüchtete Kinder und Jugendliche an. Der Jury fiel die Auswahl nicht leicht. Ja, es ist jedes Jahr ehrlich gesagt wieder unheimlich schwer, aus 100 Initiativen und Bewerbungen am Schluss die 4 Preisträger auszusuchen. Die 4 Preise haben es alle super verdient, einen Preis zu bekommen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, in den 100 Initiativen hätten es auch noch viele andere auch verdient. Aber wir müssen uns am Schluss begrenzen und es ist immer ein harter Kampf in der Jury, wer denn dieses Jahr die Preisträger sind. Schirmherrin im kleinen Jubiläumsjahr ist Dr. Auma Obama, die auf die frühere Schirmherrin Eva Luise Köhler trifft. Für die Preisträger ist das gemeinsame Fotoshooting ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Dr. Auma Obama ist Gründerin und Vorstandsvorsitzende der Saudi Ku Foundation. Saudi Ku heißt starke Stimme, die Kinder für eine starke Zukunft brauchen. Ich freue mich sehr, dass ich das sein darf. Und ich habe mich ja erkundigt über die Preisträger. Und ich fühle mich geehrt, gerade diese Preisträger zu vertreten als Schirmherrin, weil ich auch mit Kindern und Jugendlichen arbeite in meiner Stiftung. Ich glaube auch, dass die Kinder unsere Zukunft sind. Sie haben ja als Motto hier bei Hansa Merkur, sie sorgen für Kinder, damit versorgen wir für unsere eigene Zukunft. Und das ist genau das, was wir auch bei Saudi Ku sagen, bei meiner Stiftung, dass wenn man sich um die Kinder und Jugendlichen kümmert, kümmert man sich um seine eigene Zukunft. Deswegen bin ich hier, deswegen mache ich hier mit, weil ich auch diese Kinderschutz-Thematik sehr stark behandle in der Arbeit, die wir machen in Bezug auf die Zukunft der Kinder und unsere Zukunft. Eröffnet wird die Veranstaltung vom Felix Mendelssohn Jugendsinfonieorchester mit der Ouvertüre zu The Seahawk. Die Laudatio auf den Hauptpreisträger spricht der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers. Jetzt bin ich hier, ich will jetzt lernen in diesem Land. Jetzt bin ich hier, ich möchte in einer sicheren Wohnung leben, mit meinen Eltern, weil ich sie brauche. Ich bin jetzt hier als Kind, als Mensch, mit meinen Träumen, meinen Hoffnungen, Wünschen und mit meinen Talenten. Diesen Ruf haben Sie verstanden, die Hauptpreisträger des Hansa-Merkur-Kinderschutzpreises 2015. Ich darf nach vorne bitten, Christine Schröder und Mohamed Ahmadi. An 4 Standorten in Berlin bieten die Champions ihre Kids-Trainings an, die aktuell von rund 100 Kindern genutzt werden. Ein Anerkennungspreis erhält der Verein Dunkelziffer aus Hamburg, der Hilfe für zerstörte Seelen bei sexuellem Missbrauch bietet. Ein weiterer Hamburger Preisträger ist Gerd de Kick mit seinem Projekt Bauen und Lernen am Wasser. Der Verein unterstützt Jugendliche mit Bildungsarbeit an außerschulischen Orten beim Übergang von Schule in eine Ausbildung. Und der Deutsche Kinderschutzbund Aachen erhält den Preis für sein Projekt Akisia, der Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern anbietet. Sing a song, sing along.
Sing a song, keep singing along. Sing a song, keep singing along. Sing a song, keep singing along. Sing a song. Im Namen aller Preisträger bedankt sich Andrea Valdivia vom Deutschen Kinderschutzbund Aachen. Durch unsere Arbeit wollen wir die Kinder darin unterstützen, ihre Erlebnisse zu verarbeiten, tragfähige Freundschaften zu knüpfen, Spaß zu haben und so selbstbewusst und selbstsicher ihr Leben zu meistern. Dies tun wir, indem wir integrieren, beraten, therapieren und aufklären. Und wie mir vorhin einer der Preisträger auch sagte, wir wollen die Kinder voranbringen. Wir, die diesjährigen Preisträger, freuen uns alle sehr, über diesen Preis der Hansa Merkur für Kinderschutz entgegennehmen zu dürfen. Und mit Ihrer Hilfe gehen wir unseren Weg weiter. Vielen Dank. Als vielen Herrn darf ich, ich möchte gerne erstmals Herr Wilkens bedanken für seine harte Arbeit, alles, was er gemacht hat. Ja. Für die rund 500 Gäste war es eine gelungene Veranstaltung. Ganz ausgezeichnet. Ich bin sehr beeindruckt und insbesondere der musikalische Rahmen. Fantastisch. Ich glaube, das Wichtigste bei dem Preis ist, dass er nicht von einem Unternehmen kommt, das sich sozial engagiert und damit ein Alibi verfolgt oder eine gute PR verfolgen will, sondern dass das, was hier passiert, aus dem Herzen kommt. Und das hat mich sehr berührt. Es ist einfach so mega cool, diese ganze Veranstaltung. Es ist so super. Und gefällt mir einfach. Und ich finde einfach, wenn ich sehe, was das bei uns bewirkt hat, und dann wünsche ich den Preisträgern von heute nur alles erdenklich Gute, dass das auch sowas bewirkt wie bei uns. Das bringt nach vorne und das hilft und das ist schön. Ich fand die Projekte vor allen Dingen interessant. Ich habe schon oft unterschiedliche Sachen gehört hier. Und mir hat es sehr gut gefallen, Laudatio natürlich auch. Und Frau Dr. Obama, diese Herzlichkeit, Menschlichkeit ausstrahlt, das war ganz was Besonderes heute.